hörst du mich? Kam da was an? Ja. Auch Sprache? Ja, sehr klar und deutlich. Ja, gut. Verständigung 9 von 9. Das ist ja super. Hallo, 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 Ansgar. Ich würde jetzt gern absteigen. Roger und out. Kam gar nichts an. Hä? Da kam gar nichts an. Ja, vielleicht darf ich nicht gedrückt halten oder was? Oh, da fällt schon der ganze Wasserfall zusammen. Gut, dass wir da nicht hoch sind. Schauen wir mal, wie wir hier runterkommen. Habe ich meinen Stand gebaut, weil das Seil mit 60 Metern zu kurz war. Ich bin nicht mehr ganz bis zum nächsten Teil vom Wasserfall gekommen. Und da über die Kante kommt der Ansgar gleich hoch. Da unten sind wir unser Hotel. Und da oben geht es weiter mit dem Wasserfall. Da ist noch einer, ist ja prima, sogar zwei. Ein klassischer Olli. Scheiß Abseilerei. Hier ist das Eis so dünn, dass ich gerade durchgebrochen bin in diesen bescheuerten Wasserfall. Musste ich aber hier rüber, weil das saublöde rote Seil sich da drüben aufgehängt hat. Das ist ein geiles Hotel. Achtung, das brichst du ein! Habe ich auch gemacht. Schön ist anders, aber die würde halten. Die hat also bis zum Schluss halt die Grip, aber einen dünnen Grip. So. Nächste Seillänge. Ich hab da neben dem Busch da unten. Ich hab die Louis-Biss-Fall. Ich hatte diese Schlinge erst nicht gesehen. Da geht's jetzt hoch. Wie war die Seillänge? Das steile Stück war schon ordentlich. Da ist so ein Vorstich schon nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich sagen. Das ist auch für mich so Oberkante. Weil ansonsten man ja super hucken kann hier ganz bei ganz vielen Sachen. Aber yeah. Fragen finde ich jetzt. Ja, und mir sind die Eisschrauben ausgegangen. Wieder was gelernt, der Vorsteiger muss immer allen Scheiß mitnehmen. Wieso, wie hast du alle Eisschrauben? Ja, aber guck mal hier, wie wenig, ich bin das letzte Stück hier so rausgelaufen. Und da war ein Seilzug drauf vom Feinsten. Ja, ist halt so. Ich habe jederzeit gedacht, ich fall nach hinten weg. Ansgars Strategie ist, mich 60 Meter Vierer vorgehen zu lassen, dann 10 Meter selber vorzusteigen und mich dann wieder die ganze Seillänge gehen zu lassen. Gelände auf zur vierten Seillänge.
festgefroren, die scheiß Kurbel. Mehrere Seillängen, 3, 4 und die letzte 4 plus. Und gerade aus der 4. Seillänge 4 ausgestiegen. Ansgar steigt gleich nach. Da bin ich hoch. Schon ziemlich viel Sonne und die 5. Seillänge, die eine 4 plus ist, die schenken wir uns heute, glaube ich. Du musst ein bisschen rechts halten. Sicher mich mal lieber. Bitte? Sicher mal lieber. Ja. Schon fast wieder Vorstieg. Na, ja, geht aber. Durst. Also, wir machen gleich mal kurze Mittagspause, oder? Ja, ich würde auch sagen. Können wir mal gucken, wenn die hier hochkommen. Das dauert. Im Zweifelsfall. Mit mehreren besser beim Abseilen. Oder so. Nee, ich glaube, da hinten kann man raus. Zu Fuß. Auf dem Weg zu den Piösmisfällen. Da hinten sieht man sie schon. Unterhalb der großartigen Rufelewand. Da geht jetzt auch eine Spur ab. Eine Aufstiegsspur. Ja, das ist so ein klassisches Skitourending da rechts. Das sind diese ostseitigen Hänge. Rappenkopf. Und da drüben Bitztal. So, Piösmisfall gemacht. Eine Seillänge. Eis ist mäßig sehr dünn. Sehr dünn das Eis. Und splittert super hart, splittert total sofort weg mit der Hau. Aber schön ist hier oben. We'll be right back.
Und nach der Steilstufe auf dem Weg zur Wildspitze, vorne läuft Ansgar, da oben ist der Grat. Dann gehen wir nachher zu Fuß. Hier am Gletscherabbruch einige Spalten direkt neben der Spur. Und nach unten über den Gletscherabbruch war ohne Harscheisen mega scheiße hochzulaufen. Kurz unterm Skidepot, der letzte Anstieg auf Ski. Ansgar auf den letzten Metern zum Skidepot und dann geht es da den Grat rauf zur Wildspitze. 3700 irgendwas. Schauen wir mal.